Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Noch vor kurzem war das Jahr 2000 weit weg. Man hat an die Zukunft gedacht, am Fortschritt, hat grosse Hoffnungen gehabt und auch Erwartungen. Jetzt geht es nur noch knapp 2 Monate bis zu dem markanten Ereignis. Und wir werden sehen, was es uns bringt. Für Coop, aber auch für Sie, ist das Jahr 2000 so oder so ein Grund zum Feiern. Als Dank für Ihre Treue verabschieden wir uns nämlich mit einem Feuerwerk von Millenniumsaktionen vom alten Jahr 1000. Es gibt aber auch ein Millennium-Spiel mit tollen Preisen. Das Spiel geht übrigens sofort los und offeriert wird die erste Runde von Nestle und bekannten Marken wie Smarties, KitKat, Nescafé Gold, Maggi Fines und Gaillet, Jockey vom berühmten Schweizer Confiseur François-Louis Gaillet. Zu gewinnen gibt es 5-mal eine Abenteuer-Familientraumreise ins Disneyland Paris für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Mit der neuesten Millenniumsattraktion im Film «Liebling, ich habe das Publikum geschrumpft» werden Sie sich so klein wie ein Insekt in einer Riesenwelt vorkommen. Sie sehen also, mitmachen lohnt sich. Teilnahmekarten finden Sie in Ihrem nächsten Coop-Laden. Und zusammen mit Nestle wünschen wir den glücklichen Gewinner schon jetzt viel Vergnügen und eine gute Reise. Vitamine und Mineralstoffe sind in jedem Alter lebenswichtig. Je nach Situation brauchen wir unterschiedliche Mengen davon. 2 verschiedene Produkte aus der Vitaminlinie Santogen können Sie zurzeit in unseren Läden probieren. Was? Gerade 2? Und welches muss ich nehmen? Vitamin C unterstützt das Immunsystem und stärkt die Abwehrkraft. Während der kalten Jahreszeit sollten Sie also jeden Tag eine Brausetablette Santogen Protection in ein Glas Wasser auflösen. Und wenn Sie im Sport oder auch beruflich besonders aktiv sind und viel mehr leisten, ersetzt Santogen Fitness den grössen Bedarf und steigert die Leistungsfähigkeit. Also wenn das so ist, dann nehme ich doch gleich beide. Bestimmt eine gute Entscheidung. Entscheiden muss sich auch der Armin Amrain jeden Tag für ein gutes Rezept. Und das wäre heute ein Palatschinken mit Früchtenfüllung. Das bekannte Dessert aus Österreich. Grüezi miteinander. Mehl, eine Prise Salz und Zucker mischen. Dann Magerquark, 2 Eigelb und Milch verrühren. Zum Mehl geben und glatt rühren und den Teig 30 Minuten ruhen. Für die Füllung wenig Orangenschalen abreiben. Die Orangen selber in hautlose Schnitte schneiden und sofort mit den Bananenrädchen mischen. Halbierte blaue Traubenbeere ebenfalls dazugeben. In einem Pfändchen Anken schmelzen, Fruchtmischung und 2 Esslöffel Honig beifügen. Leicht einköcheln, wenig Orangenlikör dazugeben und abkühlen. Das steif geschlagene Eiweiß unter den Teig ziehen. Jetzt die Omelette im Anken auf jeder Seite 2 bis 3 Minuten goldbraun backen. Mit Früchten belecken, umklappen und fächerartig in eine ausbutterte Gratinform legen. Dann mit voller Arm und wenn es noch hat, feurigen Fruchtsaft und nochmal ein bisschen Orangenlikör übergießen und im vorgeheizten Ofen 10 Minuten überbacken. Das superfeine Dessert finden Sie wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Weiter geht es jetzt mit ein paar besonders interessanten Aktionsangeboten, die Sie diese Woche nicht verpassen sollten. 1 Kilo Dolbananen kostet 2,20. Eine Amaryllis im Topf kommen Sie für 6,90 über. Mit der Coop-Profit-Karte gibt es Vitamin C Brausetabletten von Santogen zum halben Preis. Sie wissen ja, Coop-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.